Firma Alpha Inn vorstellen. Es handelt sich um zwei verschiedene Typen. Zum einen ist hier der Achse 250 Inn, den es auch in der Ausführung Achse 320 Inn gibt. Das zweite wäre hier der Pegas, in der Ausführung auch 250 oder Pegas 320. Der Pegas 320 ist tragbar und ist für die Montage gut geeignet, allerdings braucht er einen fahrbaren Untersetz, wo man dann auch eine Gasflasche hineinlegen kann. Dieser bei Achse 250 oder 320 Inn kann man die Gaspatrone hier hinten drauf stellen. Modelle schweißen auf der Methode Mi-Kmaq, aber auch mit Anschluss einer Elektrode. Beide Steuerungseinheiten sind gleich, wir werden aber auf Achse 250 das erklären. Des Betriebes auf den Modus manuell eingestellt. Das heißt, wir stellen das Gerät an und im Kodierer stellt man die Geschwindigkeit des Drahtes ein, mit dem rechten Kodierer die Spannung. Okay. Mit diesem Knopf wird der Draht in den Brenner geschoben. Mit diesem Knopf öffnen Sie das Gasventil und mit diesem Knopf stellen Sie Zweitakt oder Viertakt ein. Auch die Möglichkeit der Einstellung der elektronischen Drossel, die wir auch korrigieren können. Diese bestimmt die Charakteristik des Schweißbogens, ob er härter oder weicher ist. Müssen wir dem Schweißgerät sagen, mit welchem Material wir schweißen wollen. Hm? Im Bereich des Vorschubsgerätes finden wir oberhalb davon eine Tabelle. Und wenn wir zum Beispiel mit einem Draht von 0,8 mm Stärke schweißen wollen und mit Mischgas und Stahl CRNI 316, müssen wir das Programm 9. Programm Nummer 9 einzustellen, halten wir diesen Knopf kurz gedrückt und stellen von manuell auf Synergiebetrieb um. Und mit dem rechten Knopf stellen wir das Programm Nummer 9 an und bestätigen. Mit dem linken Drehknopf reguliere ich die Stromstärke. Automatisch passt es mir die Spannung an. Manchmal benötigt der Speiser jedoch eine Korrektur und reguliert dies mit dem rechten Drehknopf. Man kann im Synergiemodus wählen, ob er die Einstellungen per Stromstärke, per Einschubsgeschwindigkeit vornimmt oder per Dicke des Materials. Sechs verschiedene Jobs einzustellen. Wir wählen 81 Ampere, drücken den Knopf lange. Damit ist diese Einstellung gespeichert. Möchten wir eine andere Einstellung, zum Beispiel 215 Ampere, halten wir diesen Knopf lange gespeichert. Wir können schnell zu der ersten Einstellung zurückspringen oder zur zweiten wieder. Wir können aber auch die Volt-Korrektur korrigieren. Halten ihn gedrückt und können wieder zwischen den Jobs hin und her springen. Okay.
drücken wir den Knopf, die zwei Knöpfe gedrückt. Initial Speed. Einschleichgeschwindigkeit des Drahtes. Pre-Gas. Gasvorströmung. Post-Gas. Gase-Nachströmung. Burnback. Drahtrückbrand. Und speichern es, indem wir es halten. Und die Parameter sind geändert. Wenn wir die Betriebseinstellungen löschen wollen, halten wir diese zwei Knöpfe lange gedrückt. Und damit löscht es alle Einstellungen der Jobs und der Betrieb funktioniert wieder im manuellen Modus. Unterstützt ein Brenner mit Entfernungseinstellungen. Das kann von Parker oder auch von Winsel sein. Okay.